Ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier beim Unternehmen Leverkusen. Wir haben eine, Pressekonferenz einberufen, weil wir im Klinikum in Leverkusen einen neuen Aspekt der Chirurgie etablieren wollen. Ich habe 2006 hier die Klinik ja übernommen und die Unfallchirurgie und habe sie damals ja schon umbenannt in Orthopädie, Unfall, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Das war zum einen geschuldet, dass wir gesagt haben, die Fachgebiete Unfallchirurgie und Orthopädie werden zusammengeführt. Das andere war die Handchirurgie. Die Handchirurgie war hier historisch ja immer schwer vertreten, muss man sagen, gerade mit meinem Vorvorgänger. Wir haben das auch weitergeführt, aber es galt auch ein bisschen da, die Expertise noch zu erweitern. Und die Wiederherstellungschirurgie, die rundet das Thema der Unfallchirurgie ab, weil wir doch immer wieder offene Wunden haben, auch jetzt gerade bei der alternden Bewirkung immer wieder Druckgeschwüre, und die kann man nicht so einfach wieder verschließen, da entstehen Defekte. Und da war das Ziel für mich, schon vor fast 10 Jahren jetzt, dass wir irgendwo mal dahin kommen, dass wir auch diese Patienten nicht mehr verlegen müssen, sondern hier vor Ort versorgen können. Und wir haben jetzt in diesem Jahr, also im letzten Jahr schon den Plan gemacht, aber in diesem Jahr haben wir es jetzt realisiert, dass ich mit dem Professor Rennekamp und dem Privatdozent Dr. Busche zwei ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet, plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Verbrennungschirurgie und auch Handchirurgie, gewinnen konnte, hier sozusagen unser Team erstmal mit zu unterstützen. Die beiden Kollegen sind langjährig jetzt Oberarzt an der Universitätsklinik Aachen gewesen und beginnen jetzt hier am 01.01.2016 in dieser Tätigkeit. Und wir wollen, wie gesagt, damit diese Patienten bis zum Ende auch versorgen können, die wir bis jetzt verlegt haben. Wir werden erweitern das Spektrum der Handchirurgie. Da spielt auch so ein bisschen mit eine Rolle. Sie haben es gesehen in der Presse auch selber geschrieben, dass wir ja das ambulante OP-Zentrum neu bauen und das soll ja 2017 eröffnet werden, dass wir da auch die Möglichkeiten haben, gerade die ambulante Chirurgie zu erweitern. Wenn man plastische Chirurgie hört, dann denkt man natürlich immer auch gleich an Ästhetik und Rekonstruktion und Schönheitsoperationen. Auch das ist natürlich eine Thematik, die dann irgendwann auch mit abgebildet wird. Die Wiederherstellung und plastische Chirurgie kommt natürlich auch zu tragen, gerade in der Brustchirurgie bei Brustkrebs. Wir haben ja hier auch ein Brustzentrum, sodass wir auch diese Patienten hier natürlich dann selber versorgen können, wenn es gilt, dann da Defekte wieder zu decken oder zu rekonstruieren. Das gleiche gilt auch für die Bauchchirurgie. Wir sind Adipositas-Zentrum, das ist die Abteilung von Professor Westleber. Und auch da ist es so, wenn die Patienten 50 oder 100 Kilo abnehmen, dann bleibt sehr viel Haut über, sodass diese Patienten meistens mehrere Operationen benötigen. Auch das können wir bis jetzt hier nicht anbieten und das wird auch für die Zukunft hier angeboten werden. Das ist eigentlich der Hintergrund, den ich Ihnen kurz schildern wollte, was wir vorhaben, was wir hier etablieren wollen für die nächsten Jahre. Könntest du auch was zu Zahlen sagen? Vielleicht wie viele Nasen Sie Operateure sind, wie viele Fallzahlen Sie so haben wollen pro Jahr oder sowas? Für diese spezielle Tätigkeit, ja. Ja, wir haben erstmal überlegt, wie wir das jetzt starten können, aber wir denken schon, dass wir so im ersten Jahr wahrscheinlich so 500 Fälle ungefähr hier rekrutieren können. Wir haben ja immer wieder Patienten hier, auch natürlich auch Verbrennungsverletzte. Der Professor Rennekamp ist aktuell Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin, sodass wir auch dieses Thema hier nochmal vielleicht etwas moderner noch abbilden werden. Auch vergrößern wollen. Also wir rechnen ungefähr, dass wir vielleicht 500 Patienten im ersten Jahr in solchen Sachen behandeln können. Was sind jetzt solche Sachen? Solche Sachen heißt Weichteildeckung, das heißt Lappendeckungen, heißt aber auch Rekonstruktionen nach Brustoperationen, Sekundäreingriffe nach Adipositas-Chirurgie, also bei Patienten, die abgenommen haben. Und dazu kommt natürlich dann auch, das können auch die Kollegen da besser beantworten als ich, natürlich auch Eingriffe zum Beispiel wie Lidkorrekturen, Brustaufbau oder Brustreduktion, auch solche Sachen sind ja Thema heutzutage, auch das können wir dann abbilden.
ich jetzt aber sage, ich finde irgendwie die Nase zu groß, die Ohren zu lang, dann müsste ich auch hier hin oder könnte ich auch hier hin und muss nicht mehr irgendwo in irgendwelche Schönheitskliniken. Dann nicke ich mal. Es sind zwei Sachen. Zum einen sehen wir uns schon als Dienstleister, wie Professor Bastian es auch gesagt hat, dass Patienten nicht von hier weiterverlegt werden müssen in andere Kliniken. Das ist die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist auch, originär Patienten zu gewinnen. Und da ist sicher ein Feld auch, das, was Sie angesprochen haben, sozusagen auch die ästhetische Chirurgie, das heißt auch die abstehenden Ohren, auch die zu große Nase oder die Schlupflider, auch das ist dann etwas, was wir sozusagen anbieten über das, was bisher hier auch dann versorgt worden ist an Patienten. Das haben Sie ja schon vorher auch gemacht, oder? Also eine Freundin von mir hat mich Nase hier schon mal, Nasenscheidewandoperation vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren gemacht bekommen. Nasenscheidewandoperation ist ja eigentlich das ist was anderes. HNO-Bereich. Da ist, muss man sagen, haben wir ja keine eigene Abteilung hier auf dem Klinikgelände, aber Ärzte, die hier unsere Patienten mitversorgen, die auch ins Klinikum kommen. Und es gab auch immer ambulant operierende und auch stationär operierende HNO-Ärzte, die sozusagen Betten hier belegt haben von extern. Und eine eigene Abteilung, Nasenscheidewand, war bei uns eigentlich noch nie der Fall gewesen. Es gab regulären Stationen, wurde, also Brustaufbau und sowas wurde halt auch in den regulären Stationen bisher gemacht, nach einer OP. Ja. Im Prinzip muss man sagen, von der Gynäkologie aus, im Brustzentrum wird auch Brustaufbau gemacht. Wir haben uns dafür bisher einen Dienstleister, sozusagen einen plastischen Chirurgen eingekauft, der hier operiert hat in der Abteilung. Aber viele Patienten können aus logistischen Gründen dann auch hier nicht versorgt werden, weil, sagen wir so, gerade die größere Lattendeckung, wo man Gefäße anschließen muss, die muss man wirklich regelmäßig überwachen, auch der Operateur, und das heißt, der muss vor Ort sein. Ja, und deswegen haben wir diese Patienten bis jetzt verlegt. Aber auch diese können wir jetzt hier behalten und wir werden auch das Spektrum der Brustchirurgie natürlich erweitern. Auch da kommen Lattendeckungen zum Einsatz und auch das ist wieder eine Sache, die wir hier nicht machen konnten. Auch weil das ist wirklich zu speziell, das muss halt wirklich überwacht werden von den Fachleuten, die das auch selber operieren können. So, dass wir da auch gerade durch diese zwei Personen, die wir sind, eben auch das sozusagen das Gesamtspektrum der Plastologie anbieten können, diese vier Säulen, wo häufig ja eben eine Person alleine nicht sozusagen von der Verbrennungschirurgie bis zur ästhetischen Chirurgie, zur Schönheitschirurgie das abdeckt. Und das ist dann häufig das Manko. Und das war eigentlich auch das Konzept, was wir mitvertreten, dass wir sagen, durch diese zwei Personen, die das Fach jetzt hier anbieten, haben wir die Möglichkeit auf dem hohen Level, das wir eben auch vorher hatten oder haben, dass wir da auch jetzt von der Brustchirurgie das, was Herr Busche vermehrt auch machen wird und da eben auch das einbringen wird, bis eben zu den freien mikrovaskulären, also den Gefäßanschlüssen, wo wir Gewebe, richtig Gewebeblöcke vertransferieren, also dass wir auch das anbieten können und letztlich eben auch die Verbrennung, was häufig die Schönheitschirurgen nicht und überhaupt nicht können, dass wir auch das anbieten können für die Bevölkerung hier, dass eben auch gerade brandverletzte Kinder jetzt nicht irgendwo in Land verschickt werden müssen, sondern eben heimatnah auch versorgt werden können. Das ist eben uns auch ganz wichtig. Zumal Professor Sebastian ja schon die Kindertraumatologie hier vertritt am Klinikum Leverkusen. Es ist eine Pädiatrie da, die Kinderheilkunde. Von daher bietet es sich einfach an, auch so hier eine heimatnahe Versorgung brandverletzter Kinder anzubieten. Und da, wie gesagt, schließt sich der Kreis auch von der ästhetischen Chirurgie. Auch das kommt ja auch in dem Portfolio hier raus, dass wir uns auch in der Rekonstruktion als sozusagen den ästhetischen Aspekt mit reinbringen wollen. Also nicht nur quasi irgendein Körperdefekt verschließen, sondern auch eben den ästhetischen Aspekt nicht zu vergessen dabei. Also das spielt dann auch wieder rein in die Narbenchirurgie, die Narbenbehandlung, auch ein Thema, was man aus der ästhetischen Seite betrachten kann, aber natürlich auch aus der funktionellen Seite, denn jede Narbe, die über einem Gelenk ist, behindert auch die Gelenkfunktion und auch da werden wir uns diesem Thema widmen, dass wir solche funktionellen Defekte dann und funktionellen Einschränkungen auch dann versorgen können und dann verbessern können. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Wie funktioniert das denn? Wir haben dann eine freie Entscheidung. Sie können sagen, wir möchten jetzt das und das mal in unser Portfolio aufnehmen. Das ist ja irgendwie ein längerer Prozess. Ne? Man muss ja da erstmal dran arbeiten, muss ja auch das Personal zur Verfügung haben.
Wie läuft das so zeitplanmäßig ab? Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben, ich habe es ja schon angedeutet, ne? Also als ich hierher gekommen bin, war das für mich ja Ziel, das sind jetzt 10 Jahre vergangen, bis ich das realisiert habe. So ist es leider häufig. Es ist so, dass wir ja ausgewiesen waren im Bettenplan als Unfallchirurgie. Da gab es aber letztes Jahr Änderungen. Es gibt praktisch chirurgische Betten. Wir können im Prinzip jetzt auch vom Gesetzgeber her uns chirurgisch erweitern. Wir können auch Herzchirurgie theoretisch anbieten oder Neurochirurgie, wenn es in die Richtung gehen soll. Das war praktisch die gesetzliche Grundlage, die uns das Ganze erleichtert hat, wobei es natürlich Überschneidungen zur Unfallchirurgie sowieso schon gibt mit der plastischen Chirurgie. Und wie gesagt, wir haben seit vielen Jahren haben wir immer wieder unterschiedliche Kollegen hier gehabt, die konsiliarisch für uns operiert haben. Und da stellt man natürlich irgendwann fest, diese Kontinuität hat man nicht. Man hat den Patienten, praktisch den Operateur nicht immer vor Ort. Das heißt, es gibt Zeitverzögerungen. Patienten müssen woanders verlegt werden. Es gibt Unzufriedenheit, sodass sich der Gedanke ziemlich schnell entstanden ist, praktisch diese entweder eine eigene Abteilung dafür zu machen oder sie erstmal sozusagen dieses Portfolio erstmal in eine Abteilung zu integrieren. Wir haben uns heute entschlossen, gemeinsam, natürlich auch aus Ressourcengründen, dass wir sagen, wir haben jetzt zwei Hauptexperten auf diesem Gebiet erstmal verpflichtet und die sozusagen sich ergänzen und dieses Portfolio abdecken. Und ich würde erwarten, dass, weil der Bedarf ist einfach da, dass daraus möglicherweise auch eine eigene Abteilung dann langfristig entsteht. Ach, das ist jetzt noch keine, ich hatte das jetzt so verstanden. Das ist praktisch eine Unterabteilung in meiner Abteilung, Orthopädie und Unfallchirurgie. Sagen, der Bedarf ist da. Können Sie das ein bisschen genauer spezifizieren, wer hat welchen Bedarf? Also wie gesagt, wir haben, ich hatte gesagt, wenn wir Bauchchirurgie bei sich, wissen wir machen wir 50 bariatrische Eingriffe, also haben die Kollegen im letzten Jahr gemacht. Und man weiß, bei diesen Patienten fallen im Schnitt ungefähr, ich habe das gesagt, 5 plastische Eingriffe vielleicht an. Das heißt, da hätte man schon mal 200 vielleicht 150 bis 200 Eingriffe ungefähr von solchen Patienten, die wirklich das Abnehmen schaffen. In der Brustchirurgie, wir haben ja hier ein Brustzentrum, die machen 150 Operationen. Wie viel 100? 150. 150, also Brustkrebsoperationen. Und da resultieren, nicht alle Frauen wollen dann auch einen rekonstruktiven Eingriff haben, manche können auch damit leben, aber auch daraus würde ich mal schätzen, würde bestimmt die Hälfte. Der Anspruch sollte ja schon sein, dass jede Frau eine rekonstruierte Brust hat und dass sie auch angeboten wird. Und da ist, ich bin ja jetzt in der ersten Woche da und bin ja auch schon voll eingebunden in die Sprechstunde und so weiter. Also und machen schon Operationstermine. Also da gibt es Patienten, die versorgt werden müssen. Also da würde ich sagen, wird wahrscheinlich auch ein Bedarf von 50 bis 100 Eingriffen pro Jahr in Sicherheit entstehen. Und ich sage mal so, wir haben auch natürlich immer wieder Patienten aus Heimen, die Druckgeschwüre haben. Und das wird, sehen wir jetzt schon in der Entwicklung, dass wir zunehmen, ja, weil die, also vom Altersportfolio unserer Abteilung allein, wir haben immer Patienten zwischen 19, mehrere Patienten zwischen 19 und 100 Jahren mittlerweile mit Oberschenkelhalsfrakturen dergleichen. Und die, viele kommen aus den Heimen mit einfach Druckgeschwüren, die sich durchgelegen haben, ohne eigentlich einen Unfall. Ja, und auch da gilt es natürlich, eine sozusagen Expertise zu machen, was kann man da bieten, kann man die verschließen, kann man die offen behandeln. Und ich würde auch schätzen, wir haben jetzt bestimmt schon 20, 30 solcher Fälle pro Jahr. Und wenn, sagen wir so, das machen, darum kümmern sich ja nicht alle Kliniken, können es auch vom Portfolio her nicht, sodass ich erwarten würde, dass wir auch aus der Region da Zuweisungen bekommen für diese Sache. So dass ich glaube, schon auf diesem Gebiet werden wir wahrscheinlich so 500 Eingriffe bestimmt insgesamt regenerieren können, mit den weiteren Eingriffen, die dazukommen, dann auch natürlich Narbenkorrekturen, auch plastische Chirurgie. Auch wir haben jetzt schon, nachdem das nur mündlich sozusagen bekannt wurde, schon immer wieder Anfragen hinsichtlich solcher Mietkorrekturen zum Beispiel, ist gerade ganz häufig, also habe ich auch lernen müssen, muss man sagen, wie häufig dieser Bedarf wirklich da ist. Ja, es gibt auch medizinische Indikationen dafür, weil Patienten gibt es, die wirklich besser gehen können, weil die auch wieder runterhängen. Also da gibt es immer diese Überschneidung zwischen wirklicher Funktionserhaltung und Ästhetik, die damit reinspielt. Aber ich denke, dass, wie gesagt, und der Markt, das sehen wir ja auch, wenn wir die Presse
lesen, an Schönheitsoperationen, der ist ungebremst, muss man sagen. Ja. Das geht von Botox über Hyaluronsäure und auch solche Sachen, ja, Laserbehandlung, Krüse, ja, auch solche Sachen, also auch Fettabsaugung, ne? Körperformung, es gibt jetzt neue Verfahren, auch da müssen wir uns natürlich auch einstellen, aber neuere Verfahren, wo man Fett einfach nur, vielleicht könnt ihr das besser erklären. Ja, das nennt sich Kryolipolyse, da wird Fett durch Kälte geschmolzen und man braucht, der Vorteil ist halt, warum das so beliebt wird und immer beliebter wird in der Bevölkerung ist, dass man keine Narkose braucht. Das heißt, man kommt ambulant, man lässt das machen und das ist sehr effektiv, kann wiederholt auch angewendet werden, ist erfolgreich und ich brauche keine Narkose, keinen Krankenhausaufenthalt, keine Narkose. Man kann sich also klassisch Fett absaugen lassen, wie früher natürlich. Und in einigen Indikationen wird das auch, wenn man ein gewisses Ergebnis erzielen will, nötig sein. Aber ansonsten ist das natürlich ständigerweise beliebt. Aber da gehen dann schon vorab irgendwelche Gespräche psychologischer Hinsicht, ob das wirklich nötig ist, sowas dann zu machen. Ja gut, aber das sind ja keine jetzt Krankenkassenleistungen. Das ist wieder eine Selbstzahlerleistung, was die ästhetische Chirurgie bringt. Und da, ich meine, da hat jeder natürlich ein eigenes Körperverständnis. Und ja, wenn man die Zahlen liest, dann nimmt das zu. Ich meine, ich war jetzt neulich Air Berlin Flug, da kriegt man so ein Voyager-Hemd, da ist das dabei mittlerweile. Ja, also da wird das ein Smoothie gelegt. Wenn man es in Berlin machen lässt, kriegt man einen Smoothie. Ja, von Air Berlin. Das müssen natürlich die Patienten selber bezahlen, das ist ganz klar. Das sind Leistungen, die aber nicht werden. Die quasi on top noch anbieten, neben das ist ästhetisch, ja, das ist, ja. Das ist dann keine Medizin in dem Sinne, wo man einen kranken Patienten heilt, sondern das ist, als wenn das ästhetische Medizin, das heißt, es geht um Verschönerung, wie beim Friseur in dem Moment, aber das ist ja, und wenn ich jeden Menschen, der gerne etwas weniger Fett hatte, psychisch evaluieren wollte, da hätte ich viel zu tun in der Bevölkerung, glaube ich. Es ist so, dass wir mit den Techniken der plastischen Chirurgie, die einerseits den klassisch kranken Patienten haben und auf der anderen Seite den Kunden, der eben als Selbstzahler kommt und der einen bestimmten Anspruch hat, den man ihm dann erfüllen kann oder eben auch natürlich auch evaluieren muss, ob das vielleicht über das Ziel hinausgeschossen ist und was man dann eben auch nicht anbietet und auch nicht dann machen möchte oder machen muss auch. Und das ist auch auf der anderen Seite auch der Charme dieser Position, dass man nicht wie in der Niederlassung gezwungen ist, sozusagen all die Banken zu bedienen, sondern eben hier durch die Anstellung in einem Klinikum eben doch tatsächlich auch erstmal den Patienten im Vordergrund stehen hat. Richtig, dass man nicht alles wirklich, dass nur gute Indikationen, nachvollziehbare Indikationen gemacht werden, aber man muss auch bedenken, dass Patienten teilweise durch einen körperlichen Makel einen extrem hohen Leidensdruck haben und selbst sehr darunter leiden. Und das kann man auch als Außenstehender nicht einfach so sagen, da gibt es eine objektive Beurteilung, es geht doch noch. Es gibt Leute, die extrem persönlich darunter leiden und das muss man auch ernst nehmen. Weil da kann man bei diesen Patienten Lebensqualität verbessern. Das kann man nicht mal so sagen, das ist ja nur Schönheit, aber für die kann das so ein körperlicher Makel sein, der sie so stört, dass ihre Lebensqualität wirklich signifikant eingeschränkt ist und denen kann halt geholfen werden. Wenn es eine gute Indikation ist. Ich habe noch eine Rückfrage zu den Zahlen, die Sie von, ich glaube, irgendwie verschrieben, was die Bauchchirurgie angeht. Haben Sie gesagt, es gibt 50 Eingriffe im Jahr, das klingt jetzt immer noch ein bisschen wenig, haben Sie nicht verschrieben? 50 Eingriffe werden im letzten Jahr durchgeführt worden, also von adipös, also dicken Patienten, die einen chirurgischen Eingriff bekommen, um abzunehmen. Also, da gibt es ja verschiedene Operationen, Magenverkleinerung, Magenwände und solche Sachen, werden ja hier gemacht. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass die es schaffen, das schaffen natürlich nicht alle, aber die es schaffen, haben dann natürlich das Problem, dass sie zu viel Haut haben. Und diese Patienten brauchen 3 bis 5 Eingriffe, ich weiß aus der Erfahrung. Das heißt, sie haben 3 bis 5 Folgeeingriffe, um dann die überschüssige Haut zu entfernen, weil das geht. Das sind ja so großflächige Hautmassen, das ist schwer vorstellbar. Aber das kann man nicht in einer Sitzung abtragen. Achso, und dann so kommen Sie dann auf die 150 bis 200. Deswegen habe ich gesagt, man kommt dann auf mehr Eingriffe her. Ja. Ob das am Anfang zu viel sein wird, aber perspektivisch würde ich sagen, wird das in die Richtung gehen. Haben Sie denn genug Platz? Ich meine, gut, die mit der Kälte Fettabsaugung, die brauchen ja nicht zu bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, bei den anderen Eingriffen muss man ja auch Betten vorhalten. Betten haben? Ja, also die Betten, wir
wissen ja, wir haben 750 Betten hier. Es ist so, dass sich die Liegedauer natürlich aufgrund der, der Veränderungen im Gesundheitswesen, aber auch der medizinischen Veränderungen vor allem, die Liegedauer hat sich wahnsinnig verkürzt. Also bei uns ist es so, also ich nach 2006 hier angefangen, da hat man eine Liegedauer in der Unfallchirurgie von 11,6 Tagen. Jetzt ist die Liegedauer aktuell bei 5,8. Das heißt also, was auch sinnvoll ist, muss man sagen, was dem Patienten zugutekommt, wenn er nur möglichst kurz im Krankenhaus ist. Und damit entstehen natürlich Valenzen auch, das ist ganz klar. Und wir haben sowohl da genug Platz im Klinikum, also auch in freien Bettenkapazität eigentlich regelmäßig. Es gibt seltene Fälle, wo wir wirklich voll belegt sind. Und das zweite Kapazitätsproblem würde ja entstehen in den Operationssaal. Auch da haben wir im Augenblick immer noch genügend Kapazität und wir werden uns ja durch das ambulante OP-Zentrum nochmal erweitern, weil wir jetzt schon einige Eingriffe in Zentral-OP machen müssen, die eigentlich im ambulanten Zentrum abgearbeitet werden können. Da haben wir im Augenblick nur einen Saal, einen Operationssaal und im neuen Gebäude sollen ja dann drei Operationssäle kommen, sodass es ein eine Verschiebung gibt aus dem stationären ambulanten Bereich. Wir wissen, Arthroskopien zum Beispiel wurden früher alles stationär gemacht. Das wird zur Hälfte, würde ich sagen, jetzt ambulant gemacht. Das wird weiter, auch die Gesetzgebung wird uns dazu zwingen. Und es ist, glaube ich, auch sinnvoll. Es gibt noch viele andere Eingriffe an der Hand, an Speichenbrüchen zum Beispiel. Die können alle ambulant gemacht werden und die werden wahrscheinlich in wenigen Jahren auch alle ambulant abgebildet werden müssen, sagen wir mal so. Und damit entsteht natürlich dann wieder für größere Sachen durch die Lappendeckung, dauern ja gerne mal 4-5 Stunden, vielleicht auch länger. Ja, also das heißt, da entsteht auch wieder Kapazität und sodass wir auch da natürlich dafür sorgen müssen, dass wir die Kapazitäten, die wir haben, natürlich auch besetzen müssen. Was versteht man denn jetzt genau unter Lappendeckung? Sie drei wissen das alle, aber ich irgendwie nicht. Ja. Unter der Lappenplastik, was wir gerade eben besprochen haben, wovon ich denke, dass wir im Jahr so an die 50 dieser Lappenplastik machen, heißt, dass wir um einen Defekt am Unterschenkel, zum Beispiel nach einem Motorradunfall, wo dann sozusagen der Hauptmantel fehlt oder der Muskelmantel fehlt, der Knochen versorgt worden ist, aber dann eben das alles frei liegt, da muss man dann Gewebe aus einer anderen Körperregion dort, also Muskel und Haut, verpflanzen. Man entnimmt dann das Gewebe mit dem versorgenden Gefäß und dann wird dieses Gefäß wieder unter dem Mikroskop dann an eine Hauptschlagader, dann zum Beispiel am Bein, wieder angeschlossen. Und dieses Verfahren nennt sich dann eine freie Lappenplastik. Das heißt, Gewebe. Mikrochirurgie. Wird dann Mikrochirurgie. Sozusagen transplantiert von einer Körperregion zu einer Körperregion. Und das ist je nachdem, was man dann braucht, ob man nur Haut- und Fettgewebe braucht, um das anzuschließen, oder ob man dann braucht Knochen, den man irgendwo anders hin verpflanzen muss, en bloc, mit Haut oder Muskel zusammen, oder ob man dann nur Muskel braucht. Da gibt es dann die verschiedenen Spielvarianten, um eben Rekonstruktionen zu machen. Und um da wieder anzuschließen an die Brustchirurgie, dort wird eben dann zum Beispiel Fett vom Unterbauch, Fett aus dem Oberschenkelbereich, dort mit einem Gefäß eben dort, dann, wenn es dort im Überschuss da ist, dann wieder zur Brustrekonstruktion, wenn dann die Brust amputiert werden musste, dort dann verpflanzt und auch wieder an ein Gefäß im Thoraxbereich angeschlossen, um dann möglichst sehr ähnlich die Brust dann auch zu rekonstruieren. Waren Sie vorher in Aachen tätig? Ich bin leitender Oberarzt gewesen dort in meiner letzten Funktion und war 3 Jahre dort und davor war ich an der Hochschule in Hannover, Medizinische Hochschule Hannover, war ich da 5 Jahre gewesen und davor war ich 10 Jahre an der WG-Klinik in Tübingen gewesen, wo auch die handchirurgische Expertise. Ich war 3 Jahre in Hannover, erst in der Unfallchirurgie mit Professor Bastian, auch in derselben Abteilung damals. Dann war ich 3 Jahre an der Harvard Medical School, dann nochmal 8 Jahre in Hannover, 2 Jahre in Essen, einem Brustzentrum und jetzt auch über 1 Jahr, 1,5 Jahre in Aachen. Also wir haben von daher aus vielen Kliniken sozusagen immer sozusagen die bestimmten Aspekte mitgenommen und wissen auch, wie viele Kliniken funktionieren und viele Aspekte, die wir dann auch jetzt sozusagen da einbringen können,
sodass wir auch da denken, dass wir da auch ganz gut aufgestellt sind, um diese Aufgabe hier wahrzunehmen. In Leverkusen wollen Sie aber länger bleiben oder ist das auch nur auf Durchreise? Nein, das ist eigentlich jetzt auf länger geplant, würde ich mal sagen. Das ist ja schon sozusagen das Ziel auch einer Karriere im plastischen Bereich, ist entweder irgendwann mal einmal in die Niederlassung zu gehen und eine Praxis aufzubauen, das ist das eine, oder dann doch irgendwo am Ende eine Abteilung aufzubauen oder eine Sektion mit zu strukturieren. Und ich glaube, da sind wir angekommen und von da sind wir eigentlich mit dieser Position eigentlich sehr, sehr glücklich. Ich nehme an, er hat auch für Sie gesprochen, Herr Busche, wenn er von wir gesprochen hat. Nein, das hat nicht Doch, ja, das geht auch mit. Man muss natürlich gucken, wie sich alles entwickelt und wir hoffen, dass sich das so entwickelt und dann würde ich natürlich gerne bleiben. Trotz des Verkehrs am Morgen. Es ist nicht verboten, nach Leverkusen zu ziehen. Ja, das sagen Sie, aber Frau hat es. Da gibt es noch andere. Ziehen Sie ziehe mehr ans Klinikum, ziehen Sie nicht ja. Richtung Offenheim. Ich ziehe nach Moitzfeld oder Moitzfeld. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man es ausspricht. Langes O. Moitzfeld. Erwähnungs-I. Gut. Wie Mausbruch. Gut, okay. Jetzt weiß ich es. Immer eingebrannt. Ja. Sie hatten ja eben schon gesagt, dass die ersten Operationstermine im Rahmen der Unterabteilung schon mündlich ausgemacht wurden. Wann finden die denn statt? Also wann sind denn die ersten? Gestern, vorgestern, Montag. Und ich arbeite seit Montag. Also wir haben ja immer Bedarf, muss man sagen, gehabt und ich hatte ja gesagt, dass wir uns immer jemanden dazu geholt haben, sozusagen, das ist jetzt nicht mehr notwendig. Ja, und deswegen ging es praktisch in der ersten Woche einfach los. Ja. Das sind natürlich Patienten, die wir immer schon gehabt haben, ja bisher, aber es kommen jetzt durch die Sprechstunden, die laufen jetzt an, werden jetzt auch, natürlich müssen wir ein bisschen ja, Sprechstunden etablieren, auch Patientenakquise erstmal betreiben. Dafür ist natürlich auch das Pressegespräch da, um das bekannt zu machen, dass wir dieses Spektrum jetzt hier anbieten wollen. Und dann werden natürlich auch diese Eingriffe durchgeführt, die wir ja bis jetzt noch nicht gehabt haben. Und zum Beispiel der Brustchirurgie hatte ich gestern meine erste Brustsprechstunde in dem Brustzentrum und da waren schon OP-Termine vorher schon reserviert für den Monat. Also das geht auch diesen Monat schon los. Also die Kollegen aus der Brustchirurgie haben es ja auch so gemacht, dass sie haben ja die Patienten natürlich, die auch nicht so lange aufzuschieben, wenn die Brustkrebs haben, die Patienten. Und, da wurde ja auch immer ein klassischer Chirurg da mitten involviert und jetzt wird halt die Kost der eigene Klinik involviert. Sie setzen sich dem technischen Verkehr aus oder ziehen auch. Ich habe nachher noch einen Immobilienmaklertermin, von daher werde ich dann auch nach Richtung Schlebusch wird das werden. Oh ja.